So, heute ist Sonntag, 22. November. Das heißt, seit 3 Wochen ist Deutschland im Lockdown, wo eigentlich nicht viel passiert ist, außer dass Restaurants und Cafés und Hotels und so zu sind und die Leute sich weniger treffen sollen. Und was hat es gebracht? Es gibt keinen Anstieg mehr in den Zahlen, aber die Zahlen sind mit mehr oder weniger konstant 20.000 Infizierten pro Tag kontinuierlich hoch und gehen nicht mehr runter. Da muss sich vielleicht was ändern. Frankreich hatte 3 Tage früher einen Lockdown begonnen, der sehr viel strikter ist, wo auch kleine Geschäfte zu sind, die Leute nicht aus dem Haus dürfen, außer für eine Stunde, wenn sie spazieren gehen wollen oder so. Und dort gab es einen sehr starken Rückgang der Fälle, obwohl sie jetzt immer noch fast so viele Fälle haben wie Deutschland, weil die auch viel höher gestartet sind bei über 50.000. Das heißt, Frankreich läuft es gut, hat es Erfolg, auch in Belgien, wo es so ähnlich ist, in Deutschland. Lockdown Light hat nicht viel gebracht. Ich selber arbeite jetzt seit über 3 Wochen, fast 4 Wochen, wieder nur zu Hause. Aber da die Kinder in der Schule sind, die Schule läuft normal weiter hier, kann ich gut arbeiten. Das ist nicht so stressig wie beim ersten Lockdown. Ich bekomme auch viele Sachen erledigt. Ich treffe mich mehrmals die Woche via Zoom mit Studenten, mit Kollegen. Ich habe das Seminar dienstags. Mit den Studenten treffe ich mich donnerstags und freitags. Wenn notwendig ist, noch an anderen Tagen. Das heißt, ich habe genug Interaktion auch beruflich. Und sonst für uns geht das Leben normal weiter. Wir können einkaufen gehen, Britschel geht zur Arbeit, die Kinder gehen in die Schule, Sportverein ist das Einzige, was nicht mehr geht. Aber es sieht eben nicht aus, als ob es zu irgendwelchen Änderungen kommen wird. In Deutschland eben die Zahlen bleiben hoch, da wird sich so schnell nichts ändern, lockern. Weihnachten steht vor der Tür, also noch in gut einem Monat. Die Todeszahlen, anfangs war es 10.000. 9.000 sogar Ende vom Sommer wird auf etwa 20.000 hochgehen. Wir haben etwa 200 Tote pro Tag, also über 1.000 in der Woche. Frankreich ist natürlich eine Katastrophe von Todeszahlen. 48.000, 300 bis 500 Tote pro Tag. Das heißt, das wird auf 60.000 steigen bevor Ende vom Jahr. Und die Kranken, die Intensivbetten dort sind überfüllt. In Deutschland hat es noch Platz, aber wer will schon gern in so ein Bett? Also, die Lage ist ein bisschen trostlos. Es liegt noch ein langer Winter vor uns. Ah, ja, neu und wichtig: Impfstoffe wurden entwickelt. Diese Woche auch zur Zulassung angemeldet in den USA von BioNTech, einer Firma in Mainz, Deutschland, die mit Pfizer in den USA zusammenarbeitet und CureVac in Tübingen. Die sind noch nicht so weit. Das einzig Positive ist, ich habe von denen rechtzeitig Aktien gekauft. Das heißt, wir machen da wahrscheinlich gut Gewinn und nächstes Jahr wird es irgendwann eine Impfung geben, Ende vom Dezember, Anfang Januar irgendwann. Und dann werden nach und nach die Leute geimpft, was aber nicht Wochen, nicht Monate, sondern eher Jahre dauern wird. Aber Ende vom nächsten Jahr soll es dann besser aussehen. Nach Südafrika, wo ich da gehen kann, ist auch noch nicht klar. Südafrika ist die Situation relativ entspannt. Man darf einreisen, hier täglich neue Fälle. Immer noch relativ hoch mit 1000, 2000. Man darf einreisen mit negativen Corona-Tests, aber Frankreich, mein Arbeitgeber, lässt mich nicht ausreisen für sowas. Mal schauen, wie es kommt. So, heute, der 13. Dezember, 3. Advent, der Tag, wo der zweite harte Lockdown in Deutschland beschlossen wurde, was für uns nicht überraschend kommt und auch keine großen Konsequenzen hat. Es werden jetzt alle normalen Läden, also nicht Lebensmittel verkaufen, geschlossen und die Schulen auch ab Mittwoch, das heißt eine Woche früher als die Ferien, hat keine großen Konsequenzen für uns. Wir hatten uns darauf eingestellt, dass die Kinder haben mal einen Lernplan von mir seit Beginn des Schuljahres, unabhängig was die Schule macht. Enttäuschend war der leichte Lockdown in Deutschland, wo wenig gemacht wurde und die Leute eigenverantwortlich hätten Kontakte verringern sollen, was die Leute nicht getan haben. Auch in den Läden, wo ich einkaufen war, die Leute haben keinen Abstand gehalten, hatten teilweise die Mundmasken nicht auf. Es ist kein Wunder, dass all das nichts gebracht hat. Der leichte Lockdown war
Anfang November kam der in Kraft. Das hat dazu geführt, dass die Zahlen lange Zeit nicht mehr gestiegen sind, waren konstant bei 20.000, sind aber auch nicht gesunken und die letzten Tage wieder gestiegen, weil die Leute sich immer weniger und weniger dran halten. Die Todeszahlen selber in Deutschland sind die letzten, sieht man hier, letzten Tage steil angestiegen. Das sind die, wo sind die Infektionszahlen? Die sind hier, war nach dem leichten Lockdown konstant, steigen jetzt wieder an, weil die Leute sich immer weniger dran halten. Es ist also kein Wunder, dass es so weit gekommen ist. Es ist schade, dass sich die Leute nicht dran halten. In Frankreich ist es ganz ähnlich. Es ist einfach so, die hatten einen härteren Lockdown. Das hat dazu geführt, dass die Zahlen sehr viel schneller runtergingen als in Deutschland. Dann gab es wieder ein bisschen Lockerung und jetzt sind die Zahlen immer noch zu hoch mit 13.000 pro Tag. Und sie müssten eigentlich auf unter 5.000 gehen, dass es irgendwie nachvollziehbar ist. Und auch hier sind die Zahlen zu hoch. In Deutschland ist es auch schlimmer. In Südafrika auf der Südhalbkugel ist es leider so, dass jetzt auch hier die zweite Welle anfängt. Das ist ein großes Problem für mich. Ich wollte im Januar runterfliegen. Ich würde mich zwar in Guchab sicher fühlen, aber ich habe Angst, womöglich nicht zurückzukommen, wenn der Flugverkehr beeinflusst wird und wenn die Kinder hier in Deutschland zu Hause lernen müssen, dann muss ich einfach da sein. Der Lockdown in Deutschland jetzt soll bis 10. Januar dauern, aber da an Weihnachten viele Leute unverantwortlich sein werden, sich trotzdem gegenseitig besuchen werden, was teilweise sogar erlaubt ist, bis zu 5 Erwachsene aus verschiedenen Haushalten, wird es nach Weihnachten wieder zum Anstieg der Fälle kommen. Einfach die Maßnahmen sind nicht strikt genug, die Leute sind nicht intelligent genug. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es am 10. Januar normal weitergeht. Ich vermute mal ab 10. Januar, vielleicht ein, zwei Wochen später, werden die Schulen wieder aufmachen, aber dann mit Halbpräsenz, Halb-Online-Unterricht. Das heißt, wir haben jetzt zwar einen Impfstoff, der ist aber noch nicht zugelassen. Niemand kann geimpft werden. Es werden auch nicht genügend Dosen produziert. BioNTech hatte für Deutschland für Januar, ich glaube, 10 Millionen Dosen eigentlich vorher zugesagt. Aber jetzt sind es nur 4 Millionen, das heißt 2 Millionen können geimpft werden, da jeder 2 Impfungen braucht. 2 Millionen ist natürlich nicht viel bei 83 Millionen, von denen etwa 70 Millionen geimpft werden sein sollten. Es ist noch ein langer Weg und ich denke mal, vor Ostern wird es nicht zu einer Normalisierung kommen. Das ist deprimierend, aber naja. So, heute ist der 23. Dezember. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal geredet habe. Deutschland ist wieder in einem vollen Lockdown seit einer guten Woche. Die Zahlen sind unverändert. Morgen Weihnachten, Heiligabend werden viele Leute sich gegenseitig besuchen. Dann gehen die Zahlen sicher hoch. Schulanfang ist geplant für 10. Januar. Und bis dahin werden die Zahlen wahrscheinlich nicht niedriger, sondern höher sein. Wegen der Weihnachtsbesuche, man weiß es nicht. Ziel ist eigentlich, dass die Infektionszahlen wieder auf unter 50 pro 100.000 runtergehen. Aber in Kehl ist es so wie überall eigentlich in Deutschland, dass die Infektionszahlen die letzten Tage und Wochen gestiegen sind. Hier ist es jetzt inzwischen deutlich über 200. Am Anfang des leichten Lockdowns war es noch im Ende Oktober, Anfang November war es noch bei 100. Das heißt, die ganzen Maßnahmen haben dazu geführt, dass die Zahlen nicht so schnell angestiegen sind, aber sie sind trotzdem verdoppelt. Was gibt es noch Neues? Der Impfstoff von BioNTech ist inzwischen in der EU zugelassen. Impfungen werden auch beginnen hier in Deutschland nach Weihnachten. Aber bis das mal einen Einfluss hat, da vergehen natürlich Monate, weil es gibt pro Monat ein paar Millionen Impfdosen. Jeder braucht 2. Das heißt, die Anzahl der Leute, die geimpft werden, ist nicht viel höher als die Anzahl der Leute, die sich natürlicherweise infizieren und dann immun werden. Ich selber gehe davon aus, dass bis Ostern noch starke Einschränkungen sind. Ostern nächstes Jahres und dann. Bis dahin sollten die besonders gefährdeten Gruppen geimpft sein und es wird wärmer, die Leute sind wieder mehr draußen, wird es hoffentlich einfacher.
im Laufe des Sommers hoffentlich mal mehr Leute geimpft und dann nächstes Jahr im Herbst wieder ein relativ normales Leben, hoffe ich mal. Anderes Problem für mich ist, ich kann nicht nach Südafrika gehen. Jetzt seit ein paar Tagen ist bekannt, dass es in Südafrika und England neue, wie nennt man das, Linien, Strains des Virus gibt, die womöglich einfacher sich verbreiten, Menschen infizieren. Deshalb der Verkehr in diese Länder gestoppt wurde, damit diese neue Virusvariante nicht hierher kommt, obwohl sie mit Sicherheit, wenn es sie gibt, schon längst da ist. Weil in England, das wurde zwar jetzt vor allem bekannt, aber da gibt es sie schon seit über einem Monat. Also mal